Susi Brandt. Guten Abend. Das große Aufräumen hat begonnen. Auch in Harsleben, dort kam das Hochwasser völlig überraschend. Der kleine Goldbach konnte die Wassermassen einfach nicht mehr fassen und überschwemmte große Teile des Ortes. Mittlerweile gehen die Pegel zurück und die ganze schlammige Katastrophe kommt zum Vorschein. Ja, und solche menschlichen Schicksale sind uns in diesen Tagen immer wieder begegnet. Besonders hart traf es auch eine Familie in Derenburg. Dort hat nicht nur das Hochwasser der Holtemme, sondern auch das Flüsschen Rothe für Verzweiflung bei Familie Wiedener gesorgt. Sie besitzt eine Gaststätte und Pension, die vom Hochwasser bedroht war. Und während die Familie versucht hat, ihre berufliche Existenz zu retten, ist ein paar Meter weiter ihr Privathaus förmlich abgesoffen. Die Familie ist körperlich und psychisch am Limit angekommen. Die Regenmengen des Südharzes und des Kyffhäusers fließen über die Unstrut ab. Dementsprechend voll ist die im Moment. Wir gucken uns das mal an. Nicht nur die Viehwirte, sondern auch die Getreidebauern haben unter dem Hochwasser zu leiden. Eigentlich sollen jetzt die Mähdrescher rollen. Aber der Dauerregen hat den Ernteplan gehörig durcheinandergebracht. Die weiteren Ereignisse des Tages hat jetzt Matthias Lindner für Sie zusammengefasst. Es ist nicht das erste Mal, dass im Gewerbepark in Irxleben in der Börde in eine Firma eingebrochen wird. Das passiert in letzter Zeit immer wieder. Dieses Mal hat es eine Baufirma erwischt und die Diebe waren alles andere als zimperlich. Am Impfen scheiden sich die Geister. Die meisten Kinder in Sachsen-Anhalt sind zwar gegen Mumps, Masern und Röteln geimpft. Eine Impfpflicht gibt es in Deutschland allerdings nicht. Doch die Bundesregierung, die will jetzt den Druck auf säumige Eltern erhöhen, um Impflücken weiter zu schließen. Was für Eltern dagegen spricht, ihr Kind zu impfen, das erzählt uns mal eine Familie aus Magdeburg. Das Wetter in der letzten kompletten Ferienwoche soll sommerlich warm werden. Wer gern mit der Familie im Sattel sitzt, sei der Unstrecho heute ihre Tour. Und so viel sei schon mal verraten, sie hatte heute nicht nur erholsame Begegnungen am Wegesrand, es wurde auch tatsächlich gearbeitet. Den kompletten Routenverlauf finden Sie wie immer auf mdrsachsenanhalt.de, übrigens bei allen Folgen. Maria bleibt morgen in der Gegend, kann man schon fast sagen, und ist auf dem Rundwanderweg Pölsfeld unterwegs. Der führt durch Wälder und Weiden mit Panoramablicken auf das kleinste Mittelgebirge Deutschlands, den Naturpark Kyffhäuser. Es begab sich vor rund 1000 Jahren. Da segelte der Merseburger Bischof Tietmar die Saale flussabwärts in Richtung Magdeburg, um dem Erzbischof Gero samt dem Kaiser einer kriegerischen Auseinandersetzung beizustehen. Diese Reise wird seit 3 Jahren schon von Laiendarstellern des Hansevereins Halle nachgestellt. Schwimmerin Franziska Henke vom SC Magdeburg hat sich ja ihren großen Traum erfüllt. Silber gab es bei der WM in Budapest. Die erste und bisher einzige Medaille für die deutschen Beckenschwimmer. Beim Heimatverein ist man gleich aus mehreren Gründen mächtig stolz auf Franzi. Sonne, Strand und ein zünftiges Match. Darum geht es beim Beach Soccer, einer Fußball-Sommer-Variante. In Sachsen-Anhalt ist die Fangemeinde klein, aber fein. Das Team von Eintracht Magdeburg wurde kürzlich Landesmeister und vertritt Sachsen-Anhalt am Wochenende bei den Ostdeutschen Meisterschaften in Zinnowitz. Kurz vor der Abreise an die Ostsee hat uns die Multikulti-Truppe gezeigt, was sie so drauf hat. Und bestes Wetter wünschen wir natürlich auch. Eigentlich sind wir ja schon seit Wochenbeginn in den Hundstagen, den bekanntlich den heißesten Tagen des Sommers. Nur war davon bislang so gar nichts zu spüren. Das soll sich jetzt ändern, Susanne. In Stuttgart ist heute ein möglicherweise wegweisendes Urteil gefallen. Das Verwaltungsgericht dort hat den Weg für Dieselfahrverbote in Stuttgart freigemacht. Mehr dazu jetzt bei den Kollegen von MDR Aktuell. Ihnen ein schönes Wochenende. Tschüss!